Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder mal die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns auch heute keine Zeit verlieren und starten wir direkt ins Video rein. Auf der ersten Karte heute sehen wir, wie viele Menschen in Europa im öffentlichen Sektor arbeiten. Das heißt, wie viele Menschen arbeiten jeweils für den Staat. Interessanterweise schwankt dieser Wert ziemlich stark zwischen den Staaten. Starten wir zunächst mit dem niedrigsten Wert, den wir tatsächlich in Österreich sehen. Dort sind es lediglich 8%. Damit liegt der Wert schon deutlich unter Deutschland mit 12,9% und der Schweiz mit 15,3%. Doch auch diese beiden Staaten liegen im europäischen Vergleich ziemlich weit unten. Bereits in den deutschen Nachbarstaaten, Frankreich, den Niederlanden und Polen werden Werte von über 20 erreicht. In Dänemark sind es dann schon 30%. 20-30% ist dabei auch der ungefähre europäische Durchschnittswert. Doch in einigen Staaten gibt es auch noch deutlich mehr Menschen im öffentlichen Dienst. Das sehen wir vor allem in Belarus mit einem Wert von 39,3% und Russland mit unglaublichen 40,6%. Schon ziemlich verrückt, wenn man sich vorstellt, dass 4 von 10 Menschen für den Staat arbeiten. Auch in der nächsten Karte bleiben wir in Europa, schauen uns hierbei ein ganz anderes Thema an. Wir sehen hier vor allem die westeuropäischen Staaten und es geht um das Thema Migration. Wir sehen dabei für jegliche Landkreise der Länder, woher die meisten Migranten kommen. Und die westeuropäischen Staaten unterscheiden sich dabei schon ziemlich stark. Wir hatten solch eine Karte ja schon mal lediglich für Deutschland und auch hier bestätigt sich wieder, dass besonders die Türkei hier führend ist. Es gibt einige Ausreißer an den Grenzen, wo wir zum Beispiel Niederländer, Polen oder Russen sehen, aber insgesamt wird Deutschland schon von türkischen Immigranten dominiert. Andererseits machen aber auch die Deutschen in vielen Regionen anderer Länder den größten Anteil aus. So zum Beispiel an der Grenze zu Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich. Insgesamt sind es ungefähr in der Hälfte der österreichischen Landkreise Deutsche. Doch in den anderen Ländern sieht das Bild ganz anders aus. In Frankreich dominieren dabei vor allem Menschen aus Nordafrika. Am meisten sehen wir hier Marokko und Algerien. Ebenso auch viele Briten und interessanterweise auch viele Portugiesen. Auch in Spanien sehen wir viele Marokkaner, wobei dort besonders die Rumänen dominieren. Ebenso auch in Italien, wo in fast allen Landkreisen die Rumänen die größte Anzahl ausmachen. In Portugal sind es dann hauptsächlich Brasilianer, was aufgrund der Sprache und Kultur natürlich ziemlich viel Sinn macht. Und in England und Irland sind es dann vor allem Polen, allerdings in manchen Landkreisen auch Deutsche. Ziemlich spannend auf jeden Fall, wie sich hier die Unterschiede zwischen den Ländern zeigen. Und da wir schon kurz Spanien und Portugal angesprochen haben, haben wir hier ein weiteres Kuriosum. Denn die WM im Jahr 2030 soll ziemlich außergewöhnlich werden. Denn sie wird von gleich 6 Ländern ausgetragen. Dabei hätten wir als Hauptgastgeber Spanien, Portugal und Marokko, allerdings auch 3 weitere Staaten in Südamerika. Diese sind Argentinien, Uruguay und Paraguay. Dort sollen zwar nur vereinzelt Spiele stattfinden, trotzdem gelten sie als Gastgeber. Denn die WM soll eine sogenannte Jubiläums-WM werden und dementsprechend findet sie auf sage und schreibe 3 Kontinenten statt. Was denkt ihr, wie das logistisch umgesetzt werden soll? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wir bleiben in Südamerika und schauen uns hier eine weitere spannende Karte an. Es geht dabei nämlich um die spanische Sprache und ihre Dialekte. Diese können ja ziemlich stark von Land zu Land variieren. Besonders in der Schwierigkeit, denn einige gelten als fast unverständlich für Nicht-Muttersprachler. Aber starten wir zunächst mit den einfachsten Dialekten. Am besten zu verstehen gilt das Spanische aus Mexiko, Guatemala, Peru und Bolivien. Falls ihr also Spanisch lernen wollt, solltet ihr euch unbedingt an diese Länder halten. Allerdings gilt auch noch das Spanische in Europa als normal verständlich. Ebenso wie auch in Honduras, Costa Rica, einem Teil Kolumbiens und Ecuador. Schwieriger wird es dann schon in den gelb markierten Ländern. Das sind Argentinien, Uruguay, Paraguay und Nicaragua in Zentralamerika. Doch es wird noch härter in den hier rot markierten Ländern. Darunter fallen leider auch Teile Spaniens. Das Spanische in der südlichen Region Andalusien gilt als sehr schwer zu verstehen. Ebenso das auf den Kanarischen Inseln. Und auch in Südamerika haben wir einige Staaten, darunter Kuba, die Dominikanische Republik, Panama, Venezuela und Teile Kolumbiens. Doch es gibt auch hier noch einen Ausreißer, nämlich Chile. Die Chilenen gelten im Allgemeinen als unverständlich zu verstehen. Solltet ihr euch also dort durchschlagen können, seid ihr quasi spanische Muttersprachler. Und damit kommen wir zur letzten Karte, die ebenfalls etwas mit Spanien und Südamerika zu tun hat. Denn das mediterrane Klima gilt als die beste Klimazone für den Menschen. Das Wetter ist in diesen Regionen ganzjährig ziemlich angenehm, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das ist der Grund, warum in diese Regionen besonders viele Menschen auswandern. Doch welche sind das im Detail? Zunächst sticht dabei natürlich die namensgebende Mittelmeerregion ins Auge. Wir sehen hierbei bekannte Urlaubsländer wie Spanien, Südfrankreich, Italien, Griechenland und die Türkei. Ebenso auch einige Regionen in Nordafrika, zum Beispiel in Marokko und Algerien. Und die Klimazone erstreckt sich dann über 2 Linien bis nach Israel und bis in den Iran.
Doch auch südlich des Kaspischen Meeres und in einigen Regionen Zentralasiens herrscht ein mediterranes Klima vor. Jedoch sehen wir es auch in anderen Regionen, mit denen man zunächst vielleicht nicht gerechnet hätte. So zum Beispiel entlang der gesamten US-amerikanischen Westküste. Damit sind zum Beispiel Städte wie San Francisco, Los Angeles und San Diego abgedeckt. Ebenso auch in den Randgebieten Chiles und Argentiniens. Dann auch in Australien im Süden und Südwesten, wobei hier besonders die Stadt Perth heraussticht. Und tatsächlich auch in weiteren Teilen Afrikas. So zum Beispiel auch in Kapstadt und in einigen Regionen in Nigeria, Äthiopien und der Demokratischen Republik Kongo. So, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.